Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect in der Alpha 34, so rum. Ja, meine lieben Gefängnisarchitekten und Gefängnisarchitektinnen. Wir machen mit Gangs, ne? Natürlich. Nebel, Wälder, Niederlage, bla bla blub. Alles bleibt wie es war, nur die Gangs kommen heute dazu. Ich denke, das reicht aber auch, denn ich glaube, die werden uns übel mitspielen. Aber wir werden jetzt einfach direkt auf Spielen drücken. So, da sind wir auf unserer schönen Map. Und ja, ich werde euch diesmal bei der Planung mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt aufnehmen werde. Vielleicht könnt ihr mir dann noch das ein oder andere Mal den Arsch retten, wenn ich mal wieder irgendwas verkacke. Wir gehen ins Planungstool. Das ist ganz, ganz wichtig, wie ich finde, bei diesem Spiel. Und wir machen das diesmal ein bisschen anders. Na, wir machen hier... Moment, wir gehen doch erst hier wieder zur Lieferung. Wo ist Lieferung? Hier. Wir machen hier ein wenig weg. Machen sie dafür hier größer wieder, dann passt es auch. Und jetzt gehen wir zur Planung. Denn ich möchte hier sowas haben, ne? Ganz klar. So. Das wird unser Eingangsbereich. Hier kommt eine Tür und hier kommt eine Tür. Nee, wird es nicht. Das will mir nicht gefallen, Leute. Weg. Ich möchte, nämlich... Möchte... Hier hoch. Hier runter. Natürlich hier das Gefängnis erstmal abschließen, ne? Also das wird jetzt nur... Nur mit dem Planungstool gemacht, denn das Geld, um das wirklich so groß abzuschließen, haben wir nicht. Noch nicht. Na, denn wir fangen ja ganz neu an. So. Hier wird unser Eingangsbereich. Schleuse kennen wir. Mache ich schon oft so. Oder habe ich schon oft so gemacht. Wir könnten aber auch. Wir könnten aber auch erst hier anfangen. Will mir, glaube ich, besser gefallen. Wir machen das hier weg. Das hier weg. Hier wieder. Ja, das wird jetzt ein bisschen Rumprobiererei. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. So. Dann machen wir das auch nochmal weg. Und fangen den Knast erst hier an. Hier kommt erst die Schleuse. Denn jetzt passt 8. So. So. Machen wir erstmal so. Und hier genauso. Möchte ich nämlich. Ja, wir machen das hier dann erstmal zu. Dann können wir das aber eigentlich auflassen. Dann machen wir hier eine Tür rein noch. Noch eine Sicherheitstür. Und dann hier ein, zwei Personaltüren. Und hier kommt ja wieder unsere Schranke hin, ne? Ganz klar. Und hier schließen wir dann wieder ab, ne? Ist ja... Das wird so bleiben, in etwa. Okay. Es ist heute verdammt warm hier bei uns. Ah, Mann. So, warum ist das jetzt... Ach so, ja. Ja. Weil es pausiert ist, wird es angezeigt. So. Dann möchte ich... was möchte ich denn? Wir müssen ja Subventionen annehmen. Was wir... Doch, können wir direkt machen. Grundlegende Haftanstaltverwaltung. So. Damit haben wir ein wenig Geld. Und Geld ist gut für unser Vorhaben. Denn das werden wir wohl brauchen. Denke ich mal. Haben wir bis jetzt immer gebraucht, oder? Ich weiß nicht, ganz ohne Subvention? Schwierig. So. Gut, wo es es noch nicht gab, ging es auch, natürlich. Naja. Okay. Ich möchte hier einen... Route? Einen Gang möchte ich hier durchhaben. In der Mitte. Wo alles abtrennt. Das möchte ich haben, einfach, ne? Das ist einfach, ja gut, nicht in der Mitte, aber es ist halt abgetrennt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Machen wir hier unten
alles hin, was wir brauchen. Das heißt Werkstätten, Klinikum oder die. Wie heißt denn? Krankenstation und so. Und Schulgebäude und bla bla blub. Und hier oben alle Zellen. Das wäre doch mal was Neues. Wäre mal was anderes, oder Leute? Und den Hof dann vielleicht hier hinten hin. Den Hof. Keine Ahnung. Den Hof hier hin. Nein, nicht rote. Das wäre jetzt natürlich wieder blöd gewesen. Den Hof irgendwie so. Dann können wir hier die Küche machen wir auch bis unten. Und eine Kantine auch. Die ist diesmal auch richtig groß sogar. Und dann können wir hier noch Werkstatt. Ne, Moment mal. Wir können doch hier schon die Küche machen. Dann können wir das... Moment, dann muss das wieder... Ich werde noch viel löschen müssen. Die Küche reicht doch in dieser Größe. Das ist schon fast zu groß. Dann hier Kantine. Dann eine Werkstatt. Dann, wir machen die mal zu. Dann, Schule. Und dann hier Krankenstation mit Leichenhalle. Und hier dann wieder Gruppenraum. Also Moment, Leichenhalle kommt hier unten hin. Hier dann Gruppenraum, Bücherei und Gebetsraum. Da hätten wir dann schon mal die meisten Sachen drin. Wir brauchen natürlich einen Besucherraum. Der Besucherraum... Nein. Besucherraum, nein. Besucherraum, das dritte, könnten wir ja hier wieder hinmachen. Kriegen wir doch nicht alles unten hin, aber es ist ja nicht schlimm. Dann können wir hier oben den Laden hinmachen. Und dann hier, machen wir auch nochmal ein Stück weg. Hier dann noch sowas wie Wäscherei, Putzkammer und so. Das wäre ein Versuch wert, ne? Und dann halt die Zellen jetzt, oder die Zellenblöcke nach unten machen, so in die Richtung. Statt so wie im letzten Knast, ne? Die jetzt alle nach unten gehen und hier dann duschen und so. Das könnten wir probieren. Wir brauchen ja aber erst jetzt eh eine Holding-Cell und so. Brauchen aber auch erstmal Büros. Und Büros, wo machen wir die hin? Schon immer. Und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Aber nee, wir planen es ja auch besser. Und sonst habe ich wieder was verkackt nachher. Und dann habt ihr wieder einen Grund, mich anzuschreien. Und nein, Spaß. Macht ihr natürlich nicht so. 6x6. Das wäre ein Büro. Das wäre das zweite. Das dritte. Vierte. Und fünfte. Ich glaube, fünf brauchen wir auf jeden Fall. Fünf Büros werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich denke, die können wir auch schon mal bauen. Aber ich mache es ein, zwei darüber, wie ich geplant habe. Denn ich habe scheiße geplant. Aber gut. So, das war das. Dann brauchen wir da natürlich eine kleine Tür drin. Und wir brauchen, ganz wichtig, einen Generator. Diesen Generator stellen wir wieder mal unten hin erstmal. Können wir aber eigentlich auch hier reinstellen direkt. Ja, dann ist er wenigstens umzäunt. Er kriegt gleich ein, zwei Generatoren. Und wir brauchen noch ein Pumpwerk. So. Brauchen wir natürlich da hoch nach Strom. Können wir das so machen hier. Verbinden wäre vielleicht nicht schlecht. Die Idee. Und dann machen wir hier. Bauen wir da mal das Wasser hin. Bis hier hin. So. Dann können wir hier mal auf Play drücken. Dass ihr ja nicht nur mein Mauszeiger rumfahren seht, ne? So. Das wäre das. Was wollten wir hier jetzt reinmachen? Hab schon wieder vergessen. Ich weiß nicht. Wir werden es. Ich werde mich wieder dran erinnern. Aber. Wir brauchen jetzt erst da Holding Cells und so. Also wir brauchen Küche und Kantine auf jeden Fall. Aber was ich als erstes brauche, oder was mir gerade einfällt, wir sollten hier mal Nein und Nein sagen. Es kommen jetzt bitte keine Gefangenen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit und
Kein Kopf dafür. Wir müssen hier erstmal bauen. So. Jetzt, was wollten wir hier reinmachen, Leute? Ach, die Küche. Hier Küche, hier Kantine. So war der Spaß, genau. Und ich mache das jetzt extra nicht zu groß. Wir können dann weiter nach unten ausbauen. Das dürfen wir nie vergessen. Man kann immer vergrößern. Nur am Anfang hat man halt nicht die Kohle. Um das alles perfekt zu machen, ne? Deswegen fangt erstmal ein bisschen kleiner an und dann könnt ihr immer noch alles vergrößern. So, jetzt ist nur die Frage, wo machen wir? Küche, Kantine wird gebaut, bla bla bla. Die Übergangszelle und Duschraum. Diesen Raum werden wir eh brauchen. Dann können wir den eigentlich bauen, weil das wird ja unser Besucherraum. Das wird unser Besucherraum, Leute. Und deswegen werden wir den jetzt erstmal ganz kurz, um hier das Spiel ein bisschen zu verarschen, kann man ja sagen. Werden wir hier erstmal eine Übergangszelle reinmachen mit einer kleinen Dusche. So. Die sind jetzt beschäftigt. Wir werden hier jetzt noch ein paar Kabel legen. So hier und keine Ahnung. So hier wird schon passen. Und hier legen wir auch noch eins hoch. Und noch ein wenig Wasser. Na? Erstmal so und ja, den Rest machen wir dann schon. Das wird eine Riesenaufgabe, Leute. Wie gesagt, es kommen Gangs hier rein, denn wir nehmen ja wieder nur Hochsicherheitsgefangene. Wie schon lange in unserem Let's Play hier. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie gut oder schlecht das alles funktioniert. Wir müssen hier dann zwei Büros einrichten. Als allererstes. Das heißt für uns, wir müssen hier. So, hier, machen wir mal so einfach. Richten wir hier mal zwei Büros kurz ein. Wir wissen ja, brauchen wir eine Tür? Ja, komm, wir machen eine Tür hin. Einfach, weil es besser aussieht. Sind ja nicht so teuer, 100, ja gut. Nicht so teuer ist auch gut, ne? Das werden, wo haben wir sie denn? Oh, Personalraum habe ich wieder nicht dran gedacht. Ja. Naja, ich brauche aber jetzt hier Büro. So, einmal Büro, zweimal Büro. Jetzt wird uns nämlich hier alles angezeigt. Es geht einfach schneller. So hier. Noch einen Stuhl. Und einen Aktenschrank. Und dann können wir nämlich, ja, eigentlich könnte man das auch gleich machen. Ich hält, ne? Komm, wir machen da. Dann noch hier. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Büros. Das heißt, wir können jetzt einen Rektor einstellen, wenn sie diesen eingerichtet habe. Denn vorher arbeitet er eh nicht und sonst kostet uns nur Geld. Geld, was wir momentan nicht haben. Okay. Hier hinten unser Hof dann. Also es muss dann doch groß aus abgezäunt werden. Das könnte ein Problem sein. Früher war nämlich so ein Zaun und sonst. Mittlerweile kostet er auch schon Geld. Das ist nicht so schön, ne? Wir bauen hier auch wieder eine Mauer. Machen wir hier durch. Obwohl, ne, nicht durchziehen. Hier oben. Ja, das passt schon. Das passt dann schon. So, hier. Okay, das hätten wir mal. Machen die denn da oben jetzt fertig? Sie haben fertig, okay. Das heißt, wir können einstellen einen Direktor. Und dieser Direktor wird jetzt hier erforschen, und zwar hier Buchführungstante. So. Wenn wir die haben, haben wir unsere erste Subvention erfolgreich geschafft. Was natürlich sehr schön ist. Ich hoffe, naja, an der Framesphäre ist nichts geändert, aber an dem der Spielbarkeit des Spiels, ne? Also wenn, umso mehr Gefangene, ihr habt es ja gesehen im letzten Knast, wurde schon ein bisschen langsamer. Unser kleiner Knast, naja.
Jetzt warten wir natürlich ein wenig, ne? Wir machen sogar 700 Gewinn noch. Das finde ich doch sehr, sehr freundlich. So, wir können ja aber mal. Wir können doch aber mal hier ein Straßentor. Straßentor, Straßentor. Ein Straßentor. Zwei Straßentore. Und dann Material. Und dann mal anfangen hier schon mal. Den Spaß hier einzuzäunen. Zumindest, dass vorne herum keiner mehr abhauen kann. Wir müssen echt mal gucken, wie wir das denn machen. Also. So, durch den Eingang kann uns jetzt keiner mehr abhauen, Freunde. Habe ich das nicht schon angegeben? Nee, anscheinend nicht. Das hätten wir, das hätten wir. Ich muss mal schauen, ob wir hier wirklich Türen noch reinmachen oder nicht. Ich weiß nicht. Da bin ich noch in etwas unentschlossen. So, was ist denn hier los? Wo habe ich denn hier nicht verbunden? Hier, ich hält. Denk mir die ganze Zeit, warum blinkt es hier weiter? Haben wir jetzt erforscht? Hast du fertig? Ja, er hat fertig erforscht. Das ist sehr schön, denn dann stellen wir hier unsere Buchhalterin ein. Hier, bitteschön, ihr neues Büro. So, und wir haben wieder 5000 bekommen für die Subvention. Wir schauen weiter. Was können wir machen? Na, das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Haben wir schon wieder 10.000 bekommen. Das ist sehr schön. Und den Rest werden wir natürlich auch noch abarbeiten. Krankenstation wird gebaut dann. Hier haben wir gesagt, ne? Wenn wir sie hier hinbauen, dann... Ja. Es wird alles... ein wenig schwierig, würde ich sagen. Aber wir werden das hinbekommen. Bin ich mir ganz sicher, Freunde. Aber... leider erst in der nächsten Folge werden wir weitermachen damit, mit unserem grandiosen Knast, der hoffentlich durchhält. Denn es kann natürlich auch sein, durch die Gangs, dass wir wirklich mal kaputt gehen. Game over gehen. Es kann passieren, Freunde. Fällt hier gerade noch was auf? Hier möchte ich noch eine Tür reinhaben. Das kann natürlich passieren, denn ich weiß nicht, wie aggressiv die wirklich sind. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Keine Ahnung, ob uns das alles wirklich so gelingt, aber wir werden unser Bestes geben, wie immer. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.